Heute zeige ich mal in Affinity Designer, wie man einen Quick Grip erstellen kann. Als erstes aktiviere ich den Magneten hier oben bei magnetische Ausrichtung und gehe dann auf mein Rechteck. Dann ziehe ich mir mit der linken Maustaste gedrückt ein Rechteck auf und jetzt kann ich mit der rechten Tastaturtaste ein neues Rechteck hinzufügen. Mit der Maus kann ich immer noch die Größe des Rechtecks anpassen. Wenn ich wieder Pfeil nach rechts klicke, kann ich erneut ein Rechteck hinzufügen. Wenn ich den Pfeil nach unten klicke, kann ich eine weitere Reihe hinzufügen. Und ich kann auch, wenn ich den Pfeil nach oben klicke, eine Reihe entfernen. Wenn ich zwischen den Rechtecken Abstand einfügen will, halte ich den Pfeil nach rechts kurz gedrückt und dann sehen wir, entsteht hier ein Abstand. Das gleiche geht nach unten. Pfeil nach unten gedrückt halten und Abstand hinzufügen. Falls ihr die Rechtecke drehen wollt, könnt ihr zusätzlich die rechte Maustaste drücken und schon könnt ihr eure Rechtecke drehen. Wenn ihr die Shift-Taste gedrückt haltet, könnt ihr auch noch eure Rechtecke proportional vergrößern oder in einem rechten Winkel rotieren. So, das waren die Grundlagen und jetzt zeige ich, wie ihr Bilder in eurem Quick Grip platzieren könnt. Dazu wähle ich mir wieder mein Rechteck-Werkzeug aus, gehe oben links und ziehe mir ein Rechteck, bis die Mittellinie, Hilfslinie erscheint. Dann füge ich mir mit dem rechten Pfeil ein neues Rechteck hinzu und nochmal ein neues. Und jetzt schiebe ich die Dreiecke zum rechten Rand hin. So, jetzt passt es ungefähr von der Größe, muss nicht perfekt passen. Und jetzt Pfeil nach unten. Und eine Reihe wird hinzugefügt. Jetzt könnt ihr die linke Maustaste loslassen. Und jetzt sehen wir auch hier unten, passt es einigermaßen, aber hier ist jetzt ein wenig Platz. Und da einfach dann die Rechtecke nach rechts schieben mit dem Auswahlwerkzeug. Und jetzt habt ihr 6 gleichmäßig verteilte Rechtecke in eurem Dokument. Jetzt zur Übersichtlichkeit färbe ich meine Rechtecke noch kurz um. So, und wenn ich jetzt Bilder in diese Rechtecke platzieren will, gehe ich auf meinen Ordner, wähle ich alle meine Bilder aus, halte die Alt-Taste gedrückt und schiebe die Bilder in mein Dokument. Jetzt werden die Bilder hier platziert. Und wenn ich jetzt ein Bild in ein Rechteck einfügen will, wie zum Beispiel hier in dieses rote Rechteck, wähle ich zuerst mal das rote Rechteck aus. Und jetzt gehe ich hier oben rechts auf in der Auswahl einsetzen und wenn ich jetzt bei meinem roten Rechteck Bild aufziehe, sehen wir, wird das Bild nur im Rechteck aufgezogen und ist jetzt in der Form. Dasselbe kann ich mit dem blauen Rechteck machen. Jetzt ein wenig umständlich ist, dass ich jedes Mal erneut hier oben rechts auf in Auswahl einsetzen auswählen muss. Geht aber trotzdem und jetzt könnt ihr alle eure Bilder einfügen. So, jetzt habe ich alle Bilder eingefügt. Falls ihr die Bilder nachträglich verschieben wollt, klickt ihr einfach mit der STRG-Taste und der linken Maustaste auf einer eurer Bilder und dann könnt ihr das Bild in dem Rechteck verschieben. So, und wenn ihr jetzt eine Kontur um die Bilder machen wollt, wählt ihr einfach alle Rechtecke aus, geht hier oben rechts auf Kontur, wählt die weiße Farbe aus, geht auf Kontur und erhöht die Konturdicke und dann war es das eigentlich auch schon. Falls ihr außen noch einen dicken Rahmen hinzufügen wollt, könnt ihr einfach ein leeres Rechteck einfügen, ohne Füllung und jetzt einfach die Kontur erhöhen und dann habt ihr diese Grafik erstellt. Das war's, danke fürs Zusehen und tschüss!